Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von DSA Drakensang. So, die nächste Runde Harpien wartet hier auf uns. Ich muss möglichst viel erwischen. Aufgepasst! Folgt ihr mir? Lass das mal vor Grimm machen. So, jetzt könnt ihr euch schon mal nach vorne. Du haust noch Nummer 2 nach, bitte. Da slidet jemand durch die Gegend und dann gibt es jetzt Massenschaden. Also im Kampf dauert das halt echt unglaublich lange. So, die zerlegt es halt dann doch gerade sehr. Das war, glaube ich, kein sehr erfolgversprechender Anfang hier. Muss ich ja mal sagen. Der zweite Feuerball hat einfach zu lang gedauert. Bei Angroschbar. So, die dürfen einigermaßen weg sein. Mein Atem geht runter. Du heilst jetzt bitte mal. Yandra Aikara. Gut, hier ist auch keiner zur Unterstützung. Muss ich ja dazu sagen. Das ist halt nicht gut. So schnell geht's halt dann mit den Wunden. Na gut, dann wirst du halt nachher wiederbelebt. Wir haben ja mehr als genug Verbände. Kido, Madame, du bist eine Fernkämpferin. Halt dich da doch mal ein bisschen zurück. Wir haben auch kein Elementar mehr, sehe ich gerade. Wird es wahrscheinlich auch entsprechend zerlegen. Okay, das könnte sich jetzt knapp werden, wenn ich mir das mal so anschaue. Mein Atem geht ruhen. Kannst du doch mal heilen danach, bitte? Wir müssen halt die unverwundbaren Zwerge hier ein bisschen was reißen. Bei meiner Axt! Obwohl die ja auch hier einiges wegsteckt. Vor allem Schaden austeilt. Das war jetzt etwas knapper. Aber wie gesagt, der zweite Feuerball war halt zu viel Kollateralschaden. So, einmal versuchen, ob es mit Heilung geht. Ansonsten wird halt dann... Okay, die kritische Wunde kriegst du dann nicht weg. Okay, gut. Alles in Ordnung soweit. Einmal Federn, zweimal Federn, immerhin. So gefühlt jede dritte oder vierte gibt ja was, ist ja ganz nett. Naja, es ist noch ein Weg vor uns. Ein ziemlicher Weg tatsächlich.
Für einen Kampf sollte das nochmal reichen. Da ist der nächste Schwarm. Wenn die nur da vorne wären, wäre das ja alles kein Akt. Ritzel. Super, jetzt hat es auch geklappt, den zweiten leer zu jagen. Kommt wieder von hinten, was? Na, diesmal tatsächlich nicht, oder zumindest noch nicht. Na, mal gemütlich hier reinhauen. So, dein Meisterauge nicht mehr. Ach komm, das brauchen wir jetzt gerade nur unnötig Zeit. Und ich mir das mal so anschaue. Ich versuche mein Bestes. Folgt mir. So, da hat jeder was. Fallen ja wie die Harpien hier. Aber die Zwerge sind da schon sehr, sehr gut, muss ich zugeben. Da kann man nicht meckern. So, das ging angenehm schnell. Klar. Hier lasst diesmal aber gar nichts. Undankbare Viecher. Haben wir vorher noch mal ein paar. Ich kann es tatsächlich gerade nicht erkennen. Haben wir. Also, alle mal zurückziehen. Wir buffen nochmal neu. Was kommt man mit dieser Pause-Funktion? Jetzt können wir das jetzt hier mittlerweile alles schön einreihen. Alles klar. Furax. Alle Buffs durch. Dann Feuerbälle. Scheint tatsächlich noch ein bisschen zu gehen hier. So wie das aussieht. So, dann warten wir noch kurz, bis die bis das Mana wieder aufgeladen ist. Und dann wird gefeuert. Ich überlege, ob wir mit Lavendala vielleicht auch noch einen Feuerball lernen könnten. Die waren ja nicht so schön auf einem Haufen. Für Ardo. Mein Atem geht ruhig. Zwerge, bitte. Gut, die geht mit Fernkampf drauf, das ist auch in Ordnung. Na klar. Kommt da wieder irgendwas von hinten? Nö. Ja. Ja. Sturm über Wasser.
Na dann, schön wegprügeln bitte. Ah, ihr mit euren Armbrüsten. Da kann man nicht meckern. Irgendwas mitzunehmen? Leider nicht. Okay, ja, wie gesagt, die Framerate ist... Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. Und ich wüsste, ich könnte es irgendwie beheben. Aber ich kann nicht einfach nur... Ich kann nicht jeden Tag nur eine Folge aufnehmen. Den Gruckel wird halt echt immer schlimmer, je länger das Spiel läuft. Nach einer Stunde, anderthalb ist es halt. Geht es dann halt so in den 10- bis 20-stelligen FPS-Bereich. Und das war's dann tatsächlich. Und jetzt ruckelt es ja schon wie Sau. Ich frag mich halt, warum. Der Rechner packt das doch alles locker. Wieso gehst du so nah ran? Du sollst da einen Feuerball reinhauen, du Idiot. Hm. Ja, wahrscheinlich Doppelklick von der... mit der Maus. Das Doppelklick-Problem leider. Das könnte sein, dass der es jetzt... so mitgenommen hat. So. Feuerball ausgewählt. Gut, dass wir es gespeichert haben. Dann einmal da drauf, bitte. Jawohl, schön auf dem Haufen. So mag ich das. Und jetzt kriegen wir so den zweiten runter. Sehr schön. Ist da ein paar Rad rausgespawnt? Würde ich fast schon sagen. Aber gut, das war erfolgreich. So stelle ich mir das vor. Dann auf. So, ja, unser elementarer Diener hält auch noch gut durch. Ah, es spawnt tatsächlich neue. Unschön. Auch unschön, dass du hier gleich umfällst. Weil du viel zu viele Angriffe abkriegst. Dann, ja gut, selber heilen ist nicht. Dann mach weiter Angriff. Und du darfst mal heilen. Wenn wir Glück haben, werden wir auch die Wunden damit wieder los. Jetzt wird's ernst. Aufgepasst. So, du prügelst da auch mal noch ein. Hilf mal deinen Zwergenfreunden. So, sehr gut, die Wunden werden weg. Könnte halt auch bei dem Drachen eventuell nachher oder später mal helfen. Folgt mir. Ha. So, das habt ihr fein gemacht. Gucken wir mal kurz, irgendwer hat was dabei für uns. Ja, sieht nicht so aus. Doch, da. Na gut, es waren halt auch relativ viele, von daher ist es ja ganz schön, dass ihr ein bisschen Spaß.
spendabel seid. Es kommen noch mehr. Ich glaube, es sind nur noch zwei oder drei, oder? Lass das mal Vorgrim machen. Die haben wir wohl ein bisschen übersehen. Bei meiner Axt. Für Ardo. Es sind mehr. Feuerelementar, was hast du denn hier wieder angelockt? So, wo möchtest du denn jetzt hin? Auf unseren armen Magier. Die halten doch nichts aus, Magier. Das ist ja immer das Problem bei denen. Mein Atem geht ruhig. Ja, kannst hier noch ein bisschen unterstützen. Klar. Du darfst dann auch hier noch ein bisschen unterstützen. Komm schon. Ha! So, das Elementar ist zerlegt. Selber schuld, wenn man so vorrennt. Aber das passt jetzt. Da hinten haben wir jetzt entweder eine, die sich festgehakt hat. Oder gegen irgendwas kämpft. Nö, ich glaube, die hängt da tatsächlich. Hat der elementare Diener dich festgepackt da. Komm schon. Du machst da einfach nicht genug Schaden. So, na kommt, alle mal unterstützt mal. Armes Tuftuf. Bei Angroschs Bart. Sieht so aus, als wären das die letzten gewesen. Der Weg zum Drachenhort ist nun frei. Meine Freunde, auch wenn unser Feind verwundet ist, steht uns ein harter Kampf bevor. Bei Angrosch, lasst uns beginnen. Mhm. Das heißt, nochmal buffen. Na gut, erstmal noch warten, dass du wieder Mana regenerierst. Buffen, speichern, reingehen. Obwohl, ich glaube, wir speichern am besten vor der Höhle. Wahrscheinlich kommt ja noch irgendeine Zwischensequenz, die ich dann falls abbrechen kann, dass nicht so viel von meinen Fähigkeiten dann verloren geht. Alles klar. Arquartus. Feia Tara Dra. Alauyama. Aldrasora. Ah, der Elementardiener. Na gut, machen wir dann gleich, wenn wieder Mana da ist. Ich glaube, mit Waffenball, mit Brandsalbe einspielen machen wir dann wir oder am Anfang des Kampfes. Das sollte ja nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. So, Elementaratina ist da. Der letzte Buff hat nicht funktioniert, sehe ich gerade. Warte mal, können wir dich auch? Okay, dann kriegst du auch einen Buff ab. Gut. Ah. Ich sehe, ich habe zu früh gebufft.
Ich muss sagen, dieses Tal hat sich als wahrer Glücksgriff für meine Forschungen erwiesen. Ihr habt den Angriff des Drachen ja auch mitverfolgt. Das war alles sehr aufschlussreich. Ihr habt gewusst, dass dieser Drache Prinzen angreifen wird. Warum habt ihr nichts getan? Es liegt nicht an mir, mich in diese Angelegenheit einzumischen. Wir spielen alle unsere Rolle auf dieser Welt. Ihr mögt den Drang verspüren, euch in das Rampenlicht zu drängen und den Ausgang des Stückes zu beeinflussen. Meine Rolle hingegen ist die eines Zuschauers, eines Zeugen, wenn ihr so wollt. Für meine Forschungen war es von großer Wichtigkeit, dass der Angriff plötzlich erfolgte. So konnte ich die Auswirkungen des plötzlich auftretenden, unerwarteten Terrors beobachten. Hätte ich die Menschen gewarnt, so hätte sich ihre Furcht langsam aufgebaut und das Ergebnis wäre ein anderes gewesen. Und was habt ihr in Brinsheim gelernt? Habt ihr sie nicht auch geschmeckt, diese Atmosphäre der Furcht? Während des Drachenangriffs quoll die Panik in den Menschen hervor und beraubte sie all ihrer Vernunft. Sie liefen umher, kreischten, taten alles nur wenig Sinnvolles. Ein guter Einblick in die menschliche Natur. Und was sucht ihr jetzt hier? Haben Drachen auch Angst? Ich glaube nicht, dass es ein Lebewesen auf der Erde gibt, das nicht in der Lage ist, Angst zu verspüren. Ja, auch Drachen können Angst verspüren, und dieser ganz besonders. Ihr scheint mehr über die Bestie zu wissen. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Die Kreatur ist ein Drago Magneto, ein Purpurwurm. Eher jung, schätze ich. 10 Schritt lang mit 6 Beinen und schwarz-blauen Schuppen. Er scheint wie von Wahn, Angst und Raserei getrieben zu sein. Sein fremdartiges Wüten und seine gewaltigen Kräfte müssen bei den Menschen zwangsläufige tiefste Existenzängste hervorrufen. Glaubt mir, üblicherweise sind Drachen intelligenter, als dass sie wahllos Menschen töten, so wertlos sie auch sein mögen. Möglicherweise ist er in der Brunft. Wisst ihr, wie ich gegen den Drachen kämpfen kann? Mit viel Leichtsinn und Lebenswürdigkeit. Ach, verzeiht den Humor eines alten Mannes. Euer aus Verzweiflung geborener Murd ist so passierlich. Nur ein Narr würde versuchen, einen Drachen alleine zu bekämpfen. Er ist ein zu starker und zu schlauer Gegner. Der Bauch der Kreaturen ist weniger gut gepanzert als Kopf oder Rücken. Beachtet auch den Flammenatem aus seinen Maulen. Er kann euch leicht vernichten. Kurini-Salve hilft gegen solche Verbrennungen. Ich könnte euch welche verkaufen und manch anderes klein unter Kräuter und Zauberkunst. Okay, dann zeigt doch mal her. Das ist halt auch nochmal Brandsalbe, so eine. Ja. Das passt einigermaßen. Schleifstein hätten wir halt auch noch für Notfälle da. Na gut. Nochmal buffen, bitte. Dadurch. Zack. Sanya. Feya Tara Gra. Oh, bitte. Obwohl. Ja. Die mentalen Diener holen wir dann vor der Tür, glaube ich, nochmal. Schön fit. Also speichern wir auf ein neues. Na, hier brutzelt es ordentlich. Schätze mal, hier sind wir dann richtig.
Gartosha Mortomosh Garkaroshem. Lasst uns der Bestie zeigen, wie Amboss Zwerge kämpfen. Nein! Meine Brüder! Das soll deine letzte Gräueltat gewesen sein, Bratrakash! Ja, sieh mich nur genau an. Ich bin Prinz Arum, Sohn von König Aromboloch, und werde deinem Zerstörungswerk ein Ende setzen. Okili Dogili. So. Jakur. Dann schauen wir doch mal. Ich denke, du bist gegen Feuer jetzt nicht so unglaublich, anfällig. Wir können es ja mal testen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Achso, die Brandsalbe noch. Na gut. Einmal. Zweimal. Dreimal. Du gehst mal auf Defensiv. Bei meiner Axt. Nein, Quatsch. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, reihen wir das nochmal neu ein. Einmal benutzen. Weißt du was? Zweimal benutzen. Ich hab gerade. Nee, wir schicken dich nach vorne. Kurz überlegt, wollte ich auf. Auch als Fernkämpfer nutzen, aber wir brauchen, glaube ich, irgendjemanden, der hier vorne ein bisschen die Angriffe auf sich zieht. Bei Angroschs Bart. Ist jetzt zweimal Brandsalbe. Versuch's mal. Candidus. Ein Blitzlicht find's. Und dann gibst auch du mal dein Bestes, bitte. Jetzt wird's ernst. Okay. Ich guck mal grad. So, ihr brennt alle so ein bisschen vor euch hin. Du hast 900 Lebensenergie. Ja, komm, dann macht mal gerade eure erste Runde Angriffe. Das ist nur echt kein Dings mehr. Kein Angriff.
Gut, ich glaube, ihr müsst hier echt mal ein bisschen rumheilen. Phurax. Ja. Mein Ufer, jetzt haben wir noch Tränke. Ich müsste mal heilen. Folgt mir. Candidus. So. Naja, das dauert mir zu lang. Wir machen das in der nächsten Folge fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.